Dann herzlich willkommen zurück. Ich hoffe, die kurze Pause hat Ihnen gut getan. Konnten eine rauchen, kurz was essen. Ja, ich habe mich auch kurz bedient. Es war recht lecker. Herzlichen Dank dazu nochmal. Ich darf nur nach der Pause eröffnen. Freut mich sehr zum Thema virtuelle und hybride Lösungen. Allgemein vorher herrschend war ja so ein bisschen die Hardware-Lösung. Jetzt kommen wir bei mir eher in die Software-Lösung. Mein Name ist Stefan Zuchold. Ich bin als Produktmanager für die Firma Kirchemann tätig und durfte etwas beschleunigt durch Covid auch ein neues Produkt entwickeln, das wir jetzt dann zur Reife gebracht haben, auch dank Zusammenarbeit mit der FHNW. Schmerzen. Gell, bei uns geht es als Service-Dienstleister, ist bei uns ja immer die Frage, wo empfinden unsere Kunden denn Schmerzen, und damit meinen wir halt nicht so die Schmerzen, die mich jetzt im Homeoffice plagen, kennen Sie wahrscheinlich auch, die rechte Schulter immer verspannt, ich habe jetzt so eine schöne Maus, sondern was haben wir denn so in der Anwendung, hybride, virtuelle Events an Schmerzen zu vermelden bei unseren Kunden? Und dazu mal angemeldet, der Patrick hat das schon mal erwähnt, wir haben jetzt einen offiziellen Standort Novartis Campus, nachdem Novartis das jetzt zulässt. Wir sind aber schon seit über 10 Jahren für Novartis tätig. Wir haben dort so zwischen 2.500 bis 3.000 Meeting- und Eventbuchungen pro Jahr. Und da haben wir natürlich die Möglichkeit, viel mit unseren Kunden mal zu sprechen, welche Probleme sie denn im Alltag haben, wenn sie mit anderen Standorten sprechen, wenn sie Klassen, Arbeitsgruppen, Workshops länderübergreifend, teilweise kontinentübergreifend miteinander verbinden wollen. Und ich habe jetzt hier mal versucht, so grob die Schmerzen darzustellen. Ich nehme mal an, die kennen Sie auch. Das fängt dann in der Regel damit an, dass man sagt, so, wir haben jetzt alle miteinander gesprochen und jetzt könnt ihr in den Unterordner, was auch immer, auf dem System gehen. Da könnt ihr euch das Adobe Interaktiv PDF runterladen, öffnet das Programm, drückt da drauf und dann geht's los von den Teilnehmern. Ich habe keinen Zugriff auf den Ordner. Ich sehe den Ordner gar nicht. Ich komme irgendwie gar nicht aufs Netz. Ich habe gar keine Adobe installiert. Das führt zu ordentlichen Schmerzen in vielen verschiedenen Varianten. Das sind die fehlenden Standards, die wir haben. Wenn ich hier mit einem A4-Blatt weiß loslaufe und ich reise nach China, ich werde einen Drucker finden, der mir das Papier bedruckt. Diese Standards finden sich gerade erst. Und das führt dann eigentlich im Großen und Ganzen mal grob zusammengefasst auf 4 Punkten. Es ist sehr fehleranfällig. Es ist auch sehr nervig. Viele Referenten werden halbe IT-Spezialisten, damit sie ihren Event überhaupt fahren können oder, wie Patrick das so schön gesagt hat, ihre virtuelle Welt, die sie selber mitgebracht haben, am Laufen halten können, während sie ja eigentlich dafür da sind, nur zu referieren. Oder was heißt nur? Das ist ja der Sinn und Zweck des Ganzen. Die Technik, die Software drumherum soll es ja eigentlich nur unterstützen und nicht den Event machen, das Meeting oder den Workshop. Man hat insgesamt wenig Kontrolle. Ich weiß ja nicht, was für Notebooks. Ich habe auch hier mal geschaut, gell, das sind die Apple-Jünger, wir sind eher die PC-Jünger, dann gibt es noch die Android-Jünger und das sind verschiedene Standards. Man weiß ja nicht, welche Treiber sind da drauf installiert, wie aktualisiert sind sie, und dann führt das immer wieder, vor allem wenn man außerhalb des eigenen Hauses sprechen will, zu Spannungsabfällen in dem Referat, dass man sich vorher überlegt, wo man die Leute ja mitnehmen will, weil immer wieder jemand um die Ecke kommt und sagt, ja, PowerPoint-Präsentation, PC, die zeigt sich auf meinem Mac gar nicht richtig an, ähnliches. Es ist auch schwierig zu unterstützen, weil man ja gar nicht weiß, wo liegt jetzt genau das Problem. Ja, man verliert dadurch auch viele Teilnehmer. Das war der Anfang, warum wir uns Gedanken gemacht haben, eine Lösung zu bauen, die das Problem umgeht oder zumindest entschärft, soweit das möglich ist, und haben die VEP Virtual Experience Plattform entwickelt. Der Grundgedanke ist eigentlich relativ einfach und den kennt man auch von anderen Systemen her, die schon am Markt sind. Es geht nicht mehr darum, die Software, die man braucht, damit etwas läuft, auf dem Teilnehmer-Notebook zu installieren, sondern zentral im Netz bereitzustellen und die Notebooks von den Teilnehmern und Referenten eigentlich nur noch als Fernbedienung zu nutzen. Und weil es eben keine Standards gibt, können wir da auch keine Standards setzen. Das heißt, diese Plattformlösung muss so offen gebaut sein, dass wir jenste Varianten dort einbauen können. Der einzige Grundsatz, den wir jetzt dafür geschaffen haben, ist, es muss halt internettauglich sein, es muss über einen Browser dargestellt werden können. Und dann bauen wir virtuelle Welten mit den Programmen, die benutzt werden sollen, so auf, dass ich zentral innerhalb der Plattformlösung Rechte vergeben kann, Treiber auf Spiele und die Teilnehmer wirklich nur noch das Notebook, also als Kamera, Mikrofon und als Fernbedienung verwenden. Aber dass man davon wegkommt, ja, dass die Teilnehmer was installieren müssen und selber zum ITler werden müssen.
Das hat für unsere Kunden den großen Vorteil, dass wir einen stabileren Betrieb aufbauen können, dass wir ihn auch standardisieren können. Wir haben die volle Kontrolle über die Daten. Ist auch toll fürs Auswerten. Also das ist im Schul-, Universitätsbetrieb und Ähnlichem, bin ich mir nicht so ganz sicher, aber was jetzt Wirtschaft, Marketing, Veranstaltung, Verkaufsveranstaltung anbelangt, ist das natürlich ein wahnsinniges Geschenk, weil ich, kleiner Exkurs, wenn man, es beruht ja auf, es ist browserbasiert, das heißt, wir können sämtliche Tools nutzen, die man zur Browserauswertung sonst auch nutzt. Da sind wir eher damit beschäftigt, abzuschalten, was die Amerikaner mit einprogrammieren, weil wir so viel per Recht gar nicht erfassen dürfen. Das bietet natürlich viele Möglichkeiten, da einzugreifen, nachzuarbeiten, besser zu werden, Daten zu erfassen und aufgrund dessen auch vielleicht Referate und Events anzupassen. Wir haben auch diesen Spannungsabfall nicht. Das war ein ganz großer Schmerz unserer Kunden, die sich wahnsinnig viele Gedanken darum machen, wann bringen sie was, dass die Leute noch aufmerksam sind und so weiter. Wenn das zwischendurch abbricht wegen technischer Probleme, dann ist es ja so, als zapp ich durchs Fernsehprogramm und am Ende habe ich ganz viel, aber eigentlich gar nichts gesehen. So nehmen die Leute auch die Events wahr. Und wir können eben Wartung, Unterhalt, Maintenance, auch immer ein großer Punkt. Wir können es dann rein im Auftrag des Kunden oder den Kunden soweit schulen, dass er eben diese Plattformlösung, die zentral ist, beserviced, ausbaut, Wartungen durchführt, was das Ganze im Betrieb auch um einiges leichter macht. Wir haben jetzt hier mal die Plattform grob zusammengestellt. Grundsätzlich ist es eben das, wie ich beschrieben habe. Es ist, wenn sie jetzt von uns ausgeliefert wird auf den Zielserver des Kunden oder auf eine Cloud-Lösung, die zugekauft wurde, oder wenn es bei uns bleibt, ist es eigentlich ein weißes Blatt. Und dann fangen wir an, das gemäß der Kundenanforderungen anzupassen, die grafische Welt drumherum zu bauen, weil die ist wichtig, damit sich die Leute zurechtfinden. Wir wollen ja auch weg von dieser Ordnerstruktur, wo keiner mehr weiß, in welchem Ordner sitzt irgendwo was. Es soll visuell aufgebaut werden. Das heißt, zu unserer Plattformlösung gehört ein Stück weit auch immer eine virtuelle Welt, die wir drumherum bauen, die unterstützen soll, die das Ganze ein bisschen mehr eye-catchy machen soll und ein bisschen mehr selbstverständlich aufsetzen soll. Da haben wir jetzt nach mehreren Anwendungen, ich habe ein, zwei Beispiele mitgebracht, haben wir festgestellt, dass wir eigentlich immer auf diese vier Punkte, die ihr gerade dahinter mir seht, kommen. Wir haben immer so einen Empfangsbereich. Hallo, ich bin jetzt da, hier wird mir erklärt, wie es funktioniert, hier kann ich Daten sehen. Wir haben ein Lobbybereich, der ist quasi wie eine Mediathek, aber besser dargestellt, damit man sich auch wie in einer richtigen Bibliothek oder einer Ausstellung visuell zurechtfinden kann, um an seine Points of Interest zu kommen. Es hat ein Auditorium, das ist das, was wir jetzt machen, da wo die Live-Übertragungen, Referate stattfinden. Im Augenblick eher so one too many, ich spreche zu vielen anderen, die anderen sind im Moment noch ruhig. Dazu kurz ein Schwank, wenn Sie zwischendurch Fragen haben oder Ähnliches, einfach gerade reinplatzen. Und dann haben wir die Workshop-Räume, das ist dann die Kommunikation many-to-many, also viele Leute sprechen gleichzeitig mit vielen anderen Personen. So lässt sich das Ganze immer aufschlüsseln, egal worum es geht, ob es nun ein Workshop ist, ob es eine Schulung ist, ob es ein Marketing-Event ist, ein Mitarbeiter-Event oder Ähnliches. Ich würde dann jetzt gerne kurz umschalten. Wir haben zum Beispiel bei uns, das läuft jetzt mal so, ich kann es auch beeinflussen, diesen virtuellen Kirchenmann-Showroom, den können Sie auch über unsere Homepage finden, können sich umschauen. Das Schöne ist hier jetzt, Kirchenmann virtuelles Feierabendbier. Wir können die Kollegen einladen, man trifft sich hier. Hier können wir eben zentral die Contents austauschen. Man sieht hier halt hinten dran so ein bisschen die Dia-Show, gell, mit Referenzprojekten. Was lief jetzt in letzter Zeit? Wird dann gerade weitergelinkt. Insofern mein Hotspot schnell genug ist, ach, es geht so, komme ich hier auf den Eventbeschrieb, kann mich darüber austauschen. Wir können uns innerhalb der Plattform austauschen, wir können Videogespräche miteinander führen, wir können uns Nachrichten hin und her schieben und wenn der Zeitpunkt gekommen ist, können wir unsere Teilnehmer über den Newsfeed darauf hinweisen, bitte geht doch jetzt einmal ins Auditorium. Da sind wir dann quasi hier oder in einem Workshop-Raum, je nachdem, was es braucht. Wichtig ist, ich breche nicht aus, also ich logge mich einmal auf die Plattform ein und derjenige, dem die Plattform gehört, kann dann alle Daten für mich bereitstellen auf dieser Plattform, ohne dass ich irgendwas installieren muss. Insofern kann ich auch den Gesamtevent, den Workshop, die Schulung, die ich machen will, vorab da so weit vorbereiten, dass mir da auch keiner ausbricht, dass er irgendwas anderes installieren muss, zusätzliches Device oder Ähnliches einbinden muss. Inzwischen, wir durften den allerersten Event, den Prototypen einmal testen und anwenden für die FHNW. Das lief. Es hat stattgefunden.
sagen wir es so. Wir sind mit einem blauen Auge nach Hause gekommen, haben nochmal ordentlich dran gearbeitet. Inzwischen haben wir mehrere verschiedene Events umgesetzt. Hier haben wir jetzt mal so ein Beispiel, will jetzt noch nicht zum Tragen kommen, aber ich finde es sehr schön, zum Thema Rheintunnel für das Astra, ein virtuelles Besucherzentrum, was mit Besuchen gerade eh schwierig ist und Diskussionen. Es lässt sich natürlich gut darstellen. Es ist hier auch mit der 3D-Darstellung recht ansprechend. Es macht doch Spaß, sich umzuschauen, gell? Das ist aber der gleiche Treiber, wie wir ihn hier auch verwenden mit der dreidimensionalen Darstellung. Gell? Man erkennt ein bisschen die Ähnlichkeiten. Es wird grafisch angepasst. Und hinten dran gibt es dann ein Tool, in dem man die Contents austauschen kann, je nachdem, ob man es tagesaktuell, jahresaktuell oder ähnliches braucht. Und es lassen sich dann eben jenste Tools, die man zum Beispiel für dieses Projekt bräuchte, was jetzt Abstimmungen anbelangt, es lässt sich absichern bis dort hinaus, ja, mit 1 Phasen, 2 Phasen, 3 Phasen, 4, geht hoch bis 5 Phasen Authentifizierung inzwischen. Das lässt sich halt als einzelne Bausteine andocken in dem Ganzen. Und dann kann man das Tool hinten dran übergeben an die Kunden, dass die eben das Ganze austauschen, anpassen können. Schönes Projekt auch hier, da schauen wir noch, wäre dann eben die Anwendung für Swiss Football League, die besten Fußballer. Ich bin leider nicht so im Fußball drin, aber ich nehme mal an, die sich mit Fußball gut auskennen, die wissen dann schon, welche Rubriken es hier gibt. Kann man draufdrücken, kann man sich drüber informieren und auch hier sind wir wieder so eingestimmt in die Thematik. Auch hier wird es dann später die Möglichkeit geben, sich Nachrichten zu schicken, sich zu unterhalten, einzeln, in großen Gruppen, kleinen Gruppen. Lässt sich auch mit Bezahltools wunderbar verbinden. Twint macht es möglich, gerade in der Schweiz. Über die Schweiz hinaus ist dann eher PayPal oder Ähnliches. Aber auch das lässt sich wunderbar mit der Plattformlösung umsetzen, dass man wegkommt, bei den Teilnehmern und Referenten etwas installieren, warten oder unterhalten zu wollen. So. Jetzt bin ich mit meinem kurzen Vortrag eigentlich grob schon durch. Ja, vielleicht noch eine Anwendung, die im Hochschulsegment könnte sinnvoll sein. Eine Sicht, das Unterricht ist auch schwierig auf einer rein virtuellen Plattform. Aber ganz viele Schulen machen auch so Werbungsveranstaltungen für neue Studenten. Und dann könnte jede Fachschaft könnte beispielsweise ihren Stand haben und könnte nachher ihren Workshop-Raum haben, wo man die Studenten kann gewinnen kann. Heute ist das auch schwierig, man kann sie nicht an die Uni einladen und vielleicht bei Uni Bern mit dem schönen denkmalgeschützten Gebäude die Studenten überzeugen. Und für das wäre es sicher eine sehr gute Plattform, wo jede Fachschaft ihren Workshop-Raum kann, ihren Stand und so dementsprechend werben. Das ist mir noch wichtig, dass ich das noch ergänzen kann. Und sonst ist der Stefan, unser Produktmanager, der kann fast alle möglichen Settings, die wir uns vorstellen können oder ihr euch, wird er nicht abdecken können. Merci vielmals. Dankeschön.